Hallo, wir sitzen hier wieder mit Balasch zusammen, der diesen Kurs im Rahmen des EU-Strategischen Partnerschaft mit den Kids im Bereich vor allem elektronische Musik gemacht hat. Und wir sind ja während 7 Monaten haben wir die PDF oder vor allem du auch die PDF-Schüler begleitet, um Musik am PC zu erstellen. Kannst du mal kurz erklären, was du da gemacht hast? Ich habe also hauptsächlich auf Mac-Computers gearbeitet und dazu habe ich verschiedene Programme benutzt, hauptsächlich GarageBand. Das ist ein Programm, womit man selbst Musik schreiben kann oder Und elektronische Musik das gibt es auf zusammenstellen. jedem Mac sowieso oder muss Ja, man es runterladen? das Gute ist, dass es gibt, wenn man einen Mac-Computer kauft, dann es gibt gratis dazu. Das ist schon mal wichtig zu Ja. wissen. Und ja, ich finde das ein sehr tolles Programm. Damit kann man sehr intuitiv Musik machen. Und ja, also deswegen habe ich das hauptsächlich benutzt. Und außerdem, ich habe mit einem Online-Programm angefangen. Damit kann man so kleinere musikalische Muster erstellen, erstmal um zu gucken, wie elektronische Musik aufgebaut sein wird. Und eigentlich neben GarageBand habe ich auch ein anderes Programm, das ist auch gratis, das heißt Synthesia, benutzt. Damit kann man ohne Notenlehre Keyboard spielen zu lernen. Okay, das war ja für uns wichtig, Ja. dass der Kurs hieß, Musikkurs zu entwickeln ohne Notenlehre. Ja. Die Jugendlichen haben dann zum ersten Mal einen PC, also Musik erstellt. Ja. Ja. Kann man sagen, dass sie nach 15 Mal vielleicht schon eigene Stücke spielen konnten? Eigene Stücke haben wir nicht gespielt, aber wie ich beigebracht habe, könnten die nach einer Weile selbst spielen. Und am Ende haben wir versucht, auch eigene Musik zu spielen, aber ich habe gemerkt, dass die brauchten noch Begleitung, aber die haben große Fortschritte gemacht. Einige konnten schon gut die Stücke spielen, die ich beigebracht habe. Aber eigene Songs haben wir am Ende also das war Gut. nicht der Fokus, eigene Ja, Stücke ja, zu ja. schreiben. Aber man kann sagen, auch allein dadurch, dass der PC das vorgibt, dass zum Beispiel sie ein Taktgefühl gelernt haben, kann man das Natürlich. sagen? Ja. Die haben auf jeden Fall viel gelernt. Also die Stücke zurückzuspielen, Taktgefühl und die Noten, also die wussten, wo die Noten auf dem Klavier stehen, also auf der Tastatur. Und ja, also die haben auf jeden Fall wo ich auch Interesse gesehen habe, die haben natürlich größere Fortschritte gemacht. Es gab Kinder, die mehr gelernt haben, es gab Kinder, die nicht so viel gelernt haben, aber insgesamt kann ich sagen, dass alle Fortschritte gemacht Ja, haben. es war ja, das müssen wir sagen, es waren schon Kinder mit einer Beeinträchtigung. Die Ja. PDF ist eine Sonderschule, wo Kinder mit einer Lernschwierigkeit dort zur Schule gehen. Zwar in kleinen Klassen, das ist auch sehr sinnvoll da. Aber wichtig war immer auch, dass die Kinder schon motiviert waren. Also Ja, nicht ja. alle Kinder haben es Ja. probiert, sondern die Kinder konnten sich selber melden, richtig? Genau. Also am Ende also die Gruppe hat sich ein bisschen gewechselt und also die sich in die Gruppe wohlgefühlt haben, haben dann natürlich dabei geblieben. Naja, sind dabei geblieben, Ja. ja. Das ist ja super. Also können wir sagen, dass das doch ein kleiner Erfolg war. Wir haben ja Ja. nicht komplette neue Musikkurse entwickelt, aber wir können schon sagen, wenn man mit Jugendlichen oder mit Kindern, da auch gerade mit der Beeinträchtigung, die an Musik heranführen will, möchte, kann man im Bereich hier am PC oder gratis beim Apple, gibt es ein interessantes Programm, wo man das auf Ja. jeden Fall starten kann. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es Interesse gibt auf solche Kurse, dann von diesem Material könnte ich auch die Kurse Weiter. ausarbeiten. Ah Genau. ja. Und die Gruppe, also ich glaube, ich habe immer gesehen, es waren nicht mehr als 3 Leute. Das ist auch so Ja, dann so ein ja. bisschen Limit, um die so ein bisschen zu betreuen. Also Ja, 1 zu ja. 1 Betreuung ist nicht nötig, Ja. aber so größer als 3 sollte es nicht sein. Ja, genau, weil ich muss auch, also nicht, ich muss auch darauf aufpassen, wie gut die Kinder damit selbst weiterkommen und wo ich das Gefühl hatte, dass
als Schüler nicht so gut weiterkomme, dann muss ich auch mehr begleiten lassen, natürlich. Ja, schön. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt einen kleinen Einblick. Wir können ja auch sehen, was da gemacht worden ist. Und ob die PDF weiter in den Bereich machen werde, hängt nicht von uns ab. Aber ich denke, wir haben die Initiative geschafft. Vielen Dank. Viel Erfolg für die Zukunft.